Also wenn man es human beschreiben würde, dann muss man sagen, es ist ein gebrauchter Tag gewesen. Und wenn man es richtig sieht, dann muss man sagen, dass es eine katastrophale Leistung war. Wie wir das Spiel da angegangen sind, initiativlos. Und ich denke, es gibt einen Redebedarf die Woche. Ich glaube, da müssen sich einige hinterfragen, wie sie da ihre Zweikampfführung gestaltet haben. Auch dann, wo man gemerkt hat, dass da ein Fehler passiert, wie wir die Bälle vorgelegt haben bei den Toren, aus, weiß ich, für mich unerklärlichen Gründen. Ich kann mir das einfach nur so erklären, dass sie einige zu sicher fühlen in ihrer Leistung. Ich denke, man muss jederzeit wieder neu ansetzen, man muss das immer wieder neu bestätigen und da ist jede Woche ein neues Spiel. Und ich glaube nicht, dass man sich auf irgendwas verlassen kann. Und das ist, für mich ist es eine riesen Enttäuschung gewesen heute. Ja klar, alles ist passiert in der ersten Halbzeit. Wir sind wirklich, wirklich nicht in den Spiel reingekommen. Das war alles war zu wenig Kampf, zu wenig Läufe, zu wenig Ballbesitz, zu viel Ball verloren. Das war nicht gut und Union hat die ganze erste Halbzeit die Ballbesitz gehabt. Und das war. Und danach, sie haben auch gute Spieler, also wenn du zu viel Lücke lässt und zu viel Ballbesitz lässt, das kriegst du Strafe. Aber ich denke auch, dass 3-0 zur Halbzeit war ein bisschen zu hart. Ja. Das ist heute so ganz effektiv, zwei super Schuss in der Ecke. Das ist, ja. Ja. Das hört sich so alibimäßig an, was ich euch jetzt sage, aber es ist einfach so, dass wir von dem, was wir uns vorgenommen haben, ja, nichts auf den Platz gebracht haben und Union uns einfach hoch überlegen war, gut den Ball hat laufen lassen. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht hatten wir 15% Ballbesitz, nicht viel mehr. Und dann kriegst du natürlich drei Tore und sitzt in der Halbzeit und überlegst dir einfach, wie machst du das jetzt noch, zweite Halbzeit. Und ja, eine Erklärung habe ich nicht, aber ist natürlich bitter heute. Und trotzdem bin ich keiner, der, wie gesagt, jetzt letzte Woche nach einem guten Auswärtsspiel sagt, Junge, wir sind mit die beste Mannschaft und heute sage ich nicht, wir haben keine Ahnung von Fußball. Das wisst ihr, da ist nicht immer schwarz und weiß. Heute war der Gegner einfach besser. Wir haben nichts hinbekommen und der Gegner war einfach überlegen und hat hochverdient gewonnen. Nein, ich denke, wir müssen nur einfach mehr machen. Das war zu wenig. Wir haben nicht gut gespielt, zu viel Ball verloren. Wenn du nicht den Ball hast, kannst du gar nichts machen. Wir waren in unserem Halbfeld die ganze erste Halbzeit und ohne Ball, nur am Laufen unter den Ball. Union hat sehr, sehr gut gemacht, aber ja, das ist, denke ich, unsere Schuld. Ja gut, das ist eine Marschroute, wie man ins Spiel gehen möchte. Ja, ich denke, dass wir uns auch gut ans letzte Spiel erinnern können gegen Union hier, wo wir diese Konter uns eingefahren haben. Ich denke, das war der Ansatz, dass man die ein bisschen kommen lässt, um sich selbst Räume nach vorne zu verschaffen. Ich denke, dass wir gerade in dieser angesprochenen Anfangsphase überhaupt nicht in Zweikämpfe gekommen sind, geschweige denn irgendwo mal einen Ballbesitz hatten. Die Bälle waren sofort weg. Ein paar lange Bälle nach vorne, wo wir nicht nachgerückt werden. Also so kann man sicherlich ja zielführend Fußball spielen. Das habe ich nicht zu beurteilen, aber wenn wir heute nach so einem Spiel nicht mal nachdenken und uns fragen, wie das gelaufen ist, dann wirst du es wahrscheinlich nie mehr machen. Aber ich werde mich nicht hier hinstellen und irgendwas über andere Spieler sagen. Wenn du mich fragst, dann sage ich heute, war eine schlechte Leistung und keine Ahnung, einfach zu wenig. Ich glaube aber nicht, dass das was mit Einstellung zu tun hat, aber es war einfach zu wenig heute. Und der Gegner war nochmal einfach überlegen. Okay? Danke. Ja. Danke.